Südtirol schützen muss. Erlauben Sie mir eine persönliche Anmerkung. Ich bin beeindruckt immer der Schneid, den die Südtiroler Schützen haben. Und schneidig muss man schon sehen, wenn man Mitte April auf 1000 Meter Höhe so ein Fest organisiert. Der Schützenbund möge weiterhin wachsen, blühen und gedeihen. Das wünschen wir aus Bayern. Wir sind ein Volk und eine Familie, die aufgrund unserer unterschiedlichen Herausforderungen auch unterschiedliche Geschichten erlebt haben. Aus der österreichischen Regierung hat uns eine Grußbotschaft des Vizekanzlers Heinz-Christian Strache erreicht, die ich hier stellvertretend für alle anderen Grußbotschaften auszugsweise verlesen darf. Sehr geehrte Festgäste, Südtirol war und ist für Österreich eine Herzensangelegenheit. Ich habe mich lange für die Verleihung der doppelten Staatsbürgerschaft für Südtirol eingesetzt. Nun ist es erstmals gelungen, dieses Thema auch in einem Regierungsprogramm zu verankern. Die Expertengespräche der Arbeitsgruppe haben diese Woche bereits zum ersten Mal stattgefunden. Ich darf dem Südtiroler Schützenbund ganz herzlich zu seinem 60-jährigen Bestandsjubiläum gratulieren. Die Wehrhaftigkeit der Schützen manifestiert sich heute vielmehr am Festhalten unserer Traditionen und am christlichen Glauben sowie an der Verteidigung unserer Werte. Un popolo non può morire. Un popolo muore quando lo si priva della sua lingua, delle sue tradizioni e della sua storia. E per questo noi, come tante altre associazioni, lavoriamo per dare un futuro a questo popolo che è il popolo tirolese. Unsere Kritiker muss ich enttäuschen. Tiroler werden mit 40 Scheider. Das ist, was den Südtiroler Schützenbund betrifft, längst schon vorbei. Und mit 60 haben wir sowieso nicht mehr im Sinne, braver zu werden. Unseren Freunden aber kann ich versprechen, dass wir auch in Zukunft zumindest versuchen werden, weiterhin einer der Motoren der Tiroler Landeseinheit zu sein. Wir werden weiterhin der Garant für ein ebenso weltoffenes wie auch fest verwurzeltes, traditionsbewusstes Tiroler Landesteil südlich des Brenners sein. Wir werden weiterhin frohe Feste feiern und ernste Gespräche führen, wenn es um die Heimat geht, kompromissbereit im Kleinen, aber kompromisslos beim großen Ganzen sein. Wir werden für unsere Menschen in unserem Land da sein, uns in den Dienst der guten Sache stellen und weiterhin dafür sorgen, dass Tirol drin ist, wo Heimat draufsteht. Wenn es braucht, werden wir wieder marschieren. Wir werden diskutieren und weiterhin versuchen, dem Anspruch gerecht zu werden, zusammen mit anderen das Gewissen des Landes zu sein. Hohe Festversammlung. Zum 100. Mal irrt sich heuer das Ende des Ersten Weltkrieges, wo Südtirol und Welschtirol Beute feiger Vertragsbrüchigkeit wurde. Eine Tragödie, die sich bis heute tief ins kollektive Gedächtnis gebrannt hat. Durch die gewaltsame Trennung vom Vaterland Österreich stehen sich heute Tiroler auf beiden Seiten des Brenners oft schon als Fremde gegenüber. Zwischenmenschliche Beziehungen gingen zum Teil verloren. Die Wiederherstellung ist mühsam. Ist es daher falsch, dass wir Südtiroler zu unseren Tiroler Wurzeln stehen? Nicht Italien, sondern Österreich als Vaterland sehen und die Besetzung Südtirols durch den italienischen Staat nicht akzeptieren wollen? Ist es nicht die private Angelegenheit eines jeden Einzelnen, zusätzlich zur italienischen, auch um die österreichische Staatsbürgerschaft anzusuchen? Könnte nicht die doppelte Staatsbürgerschaft von uns für Nutzen sein, weil wir dann gefühlsmäßig ein gemeinsames Volk, ein gemeinsames Land und eine gemeinsame Nation werden? Wenn heute einige unserer prominenten Mitbürger beim Doppelpass
eine Gefahr für das friedliche Zusammenleben beider Volksgruppen sehen, muss die Frage erlaubt sein, warum diese Kritiker sich bis heute noch nie konsequent gegen faschistisch-ptolemäische Ortsnamen und die faschistischen Denkmäler ausgesprochen haben. Die Liebe zur Heimat, die Pflege der Traditionen, der Väterglaube, das sind Werte, denen sich die Schützen verschrieben haben. Und das sind Werte, die heute aktueller sind denn je. Und es kommt den Schützen, dem Schützenwesen insgesamt, hier eine sehr tragende und wichtige Rolle zu, in der Pflege der Traditionen, in der Pflege unserer Werte und im Einstehen für diese Werte. Und ich darf an dieser Stelle auch Danke sagen dafür, dass das seit vielen Jahrzehnten mit Nachdruck und auch mit Unnachgiebigkeit getan wird. Und ich denke, es gibt in Südtirol noch einen ganz, ganz breiten Konsens darüber, was uns ausmacht und was das Ziel ist. Wir wollen unsere Art zu leben, unsere Eigenart, unsere Tradition, Sprache, Kultur schützen, bewahren und weiterentwickeln. Wir Tiroler wollten immer schon selbst bestimmen, selber schaffen. Über den Weg, über den richtigen Weg, wie man dazu am besten kommt und das am besten noch weiterentwickelt, mag man streiten. Und da gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Aber über dieses Ziel, das ich genannt habe, glaube ich, herrscht Einigkeit. Und so wünsche ich mir, dass es uns weiter gelingt, diese Werte hochzuhalten, gemeinsam. Deutsch waren die Lieder, die Mutter mir sang. Deutsch